Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem letzten, dem Nachmittagsteil unserer Afghanistan-Tagung in diesem Jahr. Wir haben noch zwei sehr wichtige und auch wieder umfangreiche Themen vor uns. Und damit wir jetzt keine Zeit verlieren und wir sofort in das große Thema neue Mächte und Interessen in Afghanistan, Konsequenzen für die Region und die Geopolitik, den Blick also vor allem auch auf die Nachbarstaaten in der Region richten wollen, gebe ich die Moderation gerne ab an Belal Mojaddedi und auch Abdul Ahmad Rashid ist hier dabei. Diese beiden werden sich die Moderation gleich teilen. Ja, liebe Teilnehmende, vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie gut aus der Pause gekommen sind und wir jetzt frisch gestärkt auch in den zweiten Teil unserer Nachmittagstagung, Afghanistan-Tagung, die am Nachmittag einsteigen können. Wir haben die jetzt stattfindende Diskussion mit der Überschrift versehen, neue Mächte und Interessen in Afghanistan, Konsequenzen für die Region und die Geopolitik. Mit dem Abzug der USA aus Afghanistan, ich möchte mal sagen, dem ziemlich tölpelhaften Abzug, der in keinster Weise mit der afghanischen Regierung abgesprochen war, ist natürlich ein neues Kraftfeld entstanden in Afghanistan, das zurzeit von den Taliban beherrscht wird. Aber die Taliban existieren nicht in einem Vakuum. Sie existieren in einer realen Welt, haben Nachbarn im Norden, Süden, Westen und Osten. Und wir möchten gerne in dieser Diskussion am heutigen Nachmittag zwei direkte und einen etwas weiter entfernten Nachbarn in die Diskussion holen. Wir freuen uns sehr, dass wir Friederike Böge haben für diese Diskussion gewinnen können, die China-Korrespondentin der FAZ ist und in Peking sitzt. Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Madiha Afzal aus den USA uns zugeschaltet ist. Und wir hoffen, dass wir über Frau Madiha Afzal Erkenntnisse gewinnen können über die gegenwärtige Gemengelage, die zwischen Afghanistan und Pakistan existiert. Und wir haben Dr. Sarim Cevik von der Stiftung Wissenschaft und Politik gewinnen können, der uns vielleicht Einblicke geben kann, inwieweit die Türkei bereit ist, sich weiter in Afghanistan zu engagieren. Und inwieweit alle drei Länder, sowohl China als auch Pakistan, wie auch die Türkei, überhaupt in der Lage sein können, Einfluss auf Afghanistan auszuüben, beziehungsweise die große Lücke, das große Vakuum, das die USA in Afghanistan hinterlassen haben, konstruktiv zu füllen, im eigenen Interesse, aber im besonderen Interesse der Menschen in Afghanistan, die natürlich unter der gegenwärtigen Situation sehr zu leiden haben. Ich freue mich und begrüße ganz herzlich Frau Böge, Frau Dr. Madiha Afzal und Dr. Salim Cevik. Und ich hoffe, dass Sie alle auch mich hören können und zugeschaltet sind. Gut, dann fangen wir vielleicht mit Friederike Böge an. Friederike Böge ist in Pinneberg geboren, hat ein Studium der Ethnologie, Afrikanistik und Politikwissenschaften in Berlin und im südafrikanischen Kapstadt absolviert, war lange Zeit Volontärin bei der FAZ, hat aber auch Stationen bei der Rhein-Main-Zeitung, der Nachrichtenagentur Reuters und der Financial Times Deutschland durchlaufen. Von 2004 bis 2007 hat sie in Afghanistan gearbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung und den Deutschen Entwicklungsdienst. Und anschließend ist sie als freie Journalistin mit Schwerpunkt Afghanistan tätig gewesen. Derzeit ist sie für die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, als Korrespondentin in China
tätig, aber auch zuständig für Nordkorea und die Mongolei. Herzlich willkommen, Frau Böge. Wir sind so verblieben, dass jeder ein Einfangsstatement geben kann. Und wir sind ganz gespannt jetzt auf Ihre Ausführungen. Und danach werde ich dann auf Frau Dr. Mahdi Afzal zugehen und zum Schluss auf Herrn Dr. Salim Cevik. Und danach werden wir, wenn wir die einführenden Statements gehört haben, auch dem Plenum gestatten, Fragen zu stellen. Liebe Frau Böge, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt zum zweiten Mal an der Konferenz teilnehmen kann. Und ich freue mich vor allem auf die Diskussion, die wir später haben werden. Ich danke Ihnen auch, dass ich die Chance habe, als erstes zu sprechen. Bei mir ist jetzt 8:45 und das ist so die Uhrzeit, wo normalerweise mein Kopf ein bisschen nachlässt. Ich hoffe, das passiert diesmal nicht. Ich würde gerne noch einmal rekurrieren auf die Berichterstattung zu der Zeit der Machtergreifung der Taliban und zur Zeit des Abzugs der Amerikaner aus Afghanistan. Da gab es zwei Thesen, die in vielen Zeitungen eine Rolle spielten. Das eine, das haben Sie ja auch schon gesagt, war die These, dass China jetzt das Machtvakuum füllen könnte, das die Amerikaner hinterlassen. Und das, die andere These war, dass China der große Gewinner sein könnte und der Westen der Verlierer in Afghanistan. Ich würde gerne beiden Thesen widersprechen. Für China ist Afghanistan in erster Linie ein Problem, mit dem es glaubt, umgehen zu müssen und weniger eine Chance. Das Problem aus chinesischer Sicht sind islamistische Kämpfer, die Anschläge verüben könnten auf chinesische Staatsbürger, gegen chinesische Investitionsobjekte in Zentralasien, in Pakistan, in Afghanistan und im schlimmsten Fall in China. Ein weiteres Problem könnte aus chinesischer Sicht werden oder kommen, wenn die Taliban-Regierung eine Inspirationsquelle wäre für eine neue Generation dschihadistischer Kämpfer in der Region. Um was für Kämpfer geht es da aus chinesischer Sicht? China spricht immer von ETIM, also East Turkestan Islamic Movement. Man kann bezweifeln, dass es diese Organisation in dieser Form überhaupt noch gibt oder dass sie jemals wirklich schlagkräftig war. Aber was nicht bestritten wird, ist, dass es eben einige hundert uigurische Kämpfer in Afghanistan gibt und auch in Syrien, was für China besonders beunruhigend ist, weil sie dort wahrscheinlich noch mehr im Kampf geübt sind als in Afghanistan. Und es gibt zwei weitere Organisationen, die in ihrer Propaganda China schon mehrfach in den Blick genommen haben und eben verweisen auf die Unterdrückung von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang. Das ist einmal der afghanische Ableger des Islamischen Staats und es sind die pakistanischen Taliban TTP, die ja auch schon mehrfach Anschläge auf chinesische Staatsbürger verübt haben. Das ist also, wenn China in Gespräche mit den Taliban geht ganz oben auf der Agenda für die Chinesen. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb China jetzt in Tadschikistan einen Stützpunkt für paramilitärische Kräfte im Dreiländereck Tadschikistan, China, Afghanistan finanziert. Diejenigen, die argumentieren, dass China in Afghanistan ein Gewinner sein könnte, die verweisen meist auf die Bodenschätze. Da denke ich, muss man bedenken, dass China sich eigentlich viele dieser Bodenschätze schon vor vielen Jahren gesichert hat. Es ist also eigentlich kein neues Thema. Und sie haben eben in den vergangenen Jahren also bisher wenig Anstalten gemacht, die Bodenschätze zu fördern. Zum Beispiel die Kupfermine Aynak. Der Vertrag wurde 2007 unterzeichnet. 14 Jahre später kann von Förderung keine Rede sein. Im Moment ruht die Arbeit dort. Da gibt es eine Reihe von Gründen. Ein Grund ist natürlich die
mangelnde Sicherheitslage. Und aus chinesischer Sicht zumindest ist dieses Problem auch mit der Übernahme, Machtübernahme der Taliban nicht so ohne weiteres gelöst. Das zweite große Problem ist die fehlende Infrastruktur, die erfordern würde, also massive Investitionen in Infrastruktur oder eben in eine Weiterverarbeitung vor Ort. Und diese Investitionen stellen halt, werfen die Frage auf, wie lukrativ ist überhaupt der Abbau dieser Bodenschätze? Und aus meiner Sicht, also es gibt ja immer diese Zahl, die durch die Medien geistert, $1 Billion so viel wert sind die Bodenschätze in Afghanistan. Und da sind eben die Kosten für die Förderung dieser Bodenschätze nicht mit eingerechnet. Insofern denke ich, dass man diese Zahl so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte. Und darüber hinaus ist sie etwas aus der Hüfte geschossen, weil es eben bislang gar keine signifikante Exploration gegeben hat in Bezug auf viele Bodenschätze. Ein weiteres, jetzt muss ich kurz schauen. Ja, mit Blick auf Afghanistan wird auch oft zitiert die geostrategische Lage. Aus chinesischer Sicht muss man sagen, China hat einfach andere Prioritäten. Also der Wettstreit mit den USA um technologische, militärische, geostrategische Vorherrschaft, der findet anderswo statt, nicht in Afghanistan. Da geht es um Taiwan, da geht es um die Kontrolle über das Südchinesische Meer. Und insofern hat China wenig Interesse daran, an diesem Nebenschauplatz sich zu verzetteln. Im Gegensatz dazu haben sie auf Seiten der Amerikaner gesehen, wie man sich 20 Jahre lang in Afghanistan verzetteln kann. Wenn man nochmal zurückschaut auf das Jahr 2001, da gab es einen Vorfall, an den erinnert sich kaum noch jemand. Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug ist mit einem chinesischen Kampfflugzeug kollidiert und ein chinesischer Pilot ist ums Leben gekommen. Die Amerikaner mussten auf Hainan notlanden und wurden dann interniert. Dieser Zwischenfall hätte leicht hätte leicht ein Wendepunkt sein können für die amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Damals hat sich die amerikanische Position stark verhärtet. Und das war im April und im September kam eben der 11. September und jeder weiß, was dann passiert ist. Insofern war das aus chinesischer Sicht ein großer Vorteil, dass die Amerikaner dort ihre Ressourcen und Aufmerksamkeit gebunden haben. Und umgekehrt kann man eben sagen, dass dieser Abzug aus Afghanistan für China den Nachteil hat, dass eben jetzt diese Ressourcen und diese Aufmerksamkeit voll und ganz auf China gerichtet ist. Ein Aspekt, an dem China tatsächlich profitieren konnte vom Abzug der Amerikaner ist aus in propagandistischer Hinsicht, da gab es die dramatischen Bilder, von denen Sie auch gesprochen haben, Menschen, die sich an Flugzeugen festklammern oder der wenig rühmliche Abzug aus Bagram in einer Nacht- und Nebelaktion. Das hat China sehr geschickt genutzt, um zwei Botschaften zu vermitteln. Amerika ist als Verbündeter nicht glaubwürdig, nicht verlässlich, also sei und Amerika sei als Weltmacht im Niedergang. Und diese aus chinesischer Sicht waren diese Botschaften vor allem an Taiwan und Japan gerichtet. Da gab es einige Diskussionen um dieses Thema und die Amerikaner sind dann aber sehr schnell natürlich dem entgegengetreten mit dem Verteidigungspakt im Indo-Pazifik mit Australien und Großbritannien. Es gibt eine dritte Propagandabotschaft, die von China sehr stark gesendet wird. Und das ist, Amerika stützt seinen Machtanspruch auf Waffengewalt und China
als neue Großmacht stützt seinen Führungsanspruch auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und man hat den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, die Taliban-Regierung ist hat aus dieser Rhetorik offenbar, also hat Hoffnung daran geknüpft. Und sie wäre nicht die erste Regierung, die sehr schnell feststellt, dass eben Versprechen und tatsächliche Investitionen bei China oft weit auseinander liegen. Das haben die Afghanen auch schon selbst erlebt, zum Beispiel bei dem Vertrag 2007 für die Kupfermine Aynak hatte sich China verpflichtet, eine Eisenbahnlinie zu bauen. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Seit der Machtergreifung der Taliban hat es von chinesischer Seite zwei Vorstöße gegeben. Das eine ist die Wiederaufnahme von Importen von Pinienkernen, die angeblich, ich kann es nicht beurteilen, mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr einbringen, und die Lieferung von sicherlich dringend benötigten Impfstoffen. Das ist nicht nichts, aber es ist eben tatsächlich nicht das Füllen eines Vakuums, zumindest bisher. Dann gibt es noch das Argument, dass China ein Interesse daran habe, seine Seidenstraße nach Afghanistan auszudehnen. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich habe bisher wenig chinesisches Interesse feststellen können. Und ich kann, wenn ich auf die Landkarte schaue, auch nicht so richtig erkennen, wo China dort einen Vorteil ziehen könnte, denn die Hauptseidenstraße verläuft durch nördlich von Afghanistan und eben durch Pakistan, dieser Wirtschaftskanal quer durch Pakistan zum Indischen Ozean. Insofern wird aus chinesischer Sicht Afghanistan da nicht unbedingt gebraucht. Ich habe den Eindruck, dass gerade dieses Seidenstraßen, und mir kommt es so vor, als wenn die Besorgnis ausdrückt, die nachvollziehbare Besorgnis, dass eben mit der Machtergreifung der Taliban Pakistan seinen Einfluss in Afghanistan ausdehnen kann, sicherlich mit chinesischer Unterstützung. Und das bringt mich zu einem anderen sehr wichtigen Punkt, den man bedenken muss, wenn man die chinesische Afghanistan-Politik betrachtet. In vielerlei Hinsicht hat China über Jahre seine Afghanistan-Politik nach Pakistan outgesourced und spielt oft über Bande und verlässt sich in vielerlei Hinsicht auf Pakistan. Der frühere afghanische Präsident Ashraf Ghani hat das selbst sehr schmerzhaft erlebt. Er ist 2014 seine allererste Auslandsreise, nachdem er sein Amt angetreten hat, ging nach Peking, in der Hoffnung, eben einen direkten Kanal nach Peking aufzubauen. Er hat auch Uiguren nach China ausgeliefert. Aber im Prinzip hat er nie das offene Ohr in Peking finden können, sondern in vielerlei Hinsicht läuft die Kommunikation weiterhin über Pakistan. Das liegt einfach daran, dass Pakistan der engste Verbündete Chinas schon seit Jahrzehnten ist. Und daran wird Afghanistan so leicht auch nichts ändern können. Das alles heißt natürlich nicht, dass China kein Interesse hat, seinen Einfluss in Afghanistan weiter auszubauen. Also als einzigste, im Gegensatz zu allen westlichen Ländern hat China seine Botschaft in Afghanistan in Kabul aufrechterhalten. Es äußert sich sehr viel freundlicher als alle westlichen Regierungen über die Taliban-Regierung. Und gut zwei Wochen vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul
hat ja der chinesische Außenminister Wang Yi Mullah Baradar in der chinesischen Stadt Tianjin empfangen. Und zwar in einer für chinesische Verhältnisse sehr demonstrativen Art und Weise. Daraus kann man aber nicht schließen, dass China sich eine Taliban-Regierung gewünscht hat, sondern das heißt schlicht und einfach, dass China mit jedem Regime zusammenarbeiten will oder kann, dass eben die chinesischen Interessen oder wenn es den chinesischen Interessen dient. Einen Schritt, den viele im August vorhergesagt haben, hat China bisher nicht gemacht, nämlich die Taliban-Regierung diplomatisch anzuerkennen. Aus meiner Sicht hängt das auch damit zusammen, dass für China Afghanistan eines dieser Themen ist, bei denen China sich als verantwortungsvolle Großmacht präsentieren möchte, ein Thema, bei dem der Westen nach wie vor die chinesische Zusammenarbeit sucht. Und insofern denke ich, dass China in vielerlei Hinsicht, und das wäre meine abschließende Bemerkung, hinter dem zurückgeblieben ist, was vielleicht von Seiten der Taliban an Erwartungen da war. Es gibt ein Interview mit einer italienischen Zeitung, in der der Taliban-Sprecher gesagt hat, China ist unser wichtigster Partner, ist eine ganz große Chance für uns. Die Chinesen haben versprochen, in Afghanistan zu investieren und unser Land wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, woher die Taliban das nehmen. Ich kann es mir in diesem Ausmaß ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielen Dank, ich bin gespannt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Böge. Das war ein ganz spannender Vortrag und viele Einzelinformationen, die einen auch etwas nüchtern werden lassen in Bezug auf China und die zukünftige Politik Chinas mit Blick auf Afghanistan. Also Sie haben ja den Artikel aus La Repubblica, in dem der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid interviewt wurde, haben Sie ja zitiert. Und man wird sehen, ne? Also ob China wirklich die Eintrittskarte für Afghanistan zu den Märkten der Welt sein wird. Das ist ja die Hoffnung, die die Taliban mit ihrem Engagement mit China gute Beziehungen zu pflegen, verbinden. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt und man wird gespannt sein, inwieweit langfristig oder mittelfristig, das fand ich ganz spannend, was Sie da festgestellt haben, das Outsourcing an Pakistan, was die chinesische Außenpolitik mit Blick auf Afghanistan bedeutet, ob das im langfristigen Interesse Chinas sein wird. Darüber werden wir vielleicht auch noch während der Diskussion zu sprechen kommen. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank für die Ausführungen. Ich hoffe, Sie sind noch wach, auch wenn es schon weit nach 21 Uhr in Peking ist. Aber Sie machen einen sehr wachen Eindruck und das freut mich. Also Sie schauen gar nicht verschlafen aus, sondern wirklich auf der Höhe der Zeit. Dankeschön. So, jetzt machen wir weiter. Ich frage jetzt nochmal meinen Co-Moderator, ist er in der Lage, Frau Madia Absal aufzurufen? Ja, wir haben die technischen Probleme behoben und ich gebe jetzt das Wort an meinen Co-Moderator, Herrn Rashid, weiter und er wird jetzt mit Frau Madia Absal ins Gespräch kommen. Bitte schön, du hast das Wort, Abdul Ahmed. Danke, Bilal. Ja, guten Tag auf meiner Seite, in die Runde, an die Gäste. Und auch vielen Dank, Frau Böge, von meiner Seite aus für diese spannenden Einsichten. Und ich war doch etwas verblüfft, weil man doch eigentlich gedacht hat, dass China jetzt der große Player in Afghanistan werden würde. Nach Ihren Ausführungen wissen wir, dass es nicht so sein wird. Aber ein anderer Player, der in Afghanistan schon seit langer Zeit aktiv ist, und ich sage es etwas bitter als jemand mit afghanischem Hintergrund, wie ein Stachel im Hinter von Afghanistan klebt, das ist Pakistan. Das Nachbarland und das natürlich nicht nur gemeinsame Grenzen, auch eine gemeinsame Geschichte hat, vor allen Dingen, wie die Ethnie der Pashtun mit Afghanistan verbunden ist. Die Taliban, das wissen wir, bestehen zum großen Teil aus Pashtunen. Und ich begrüße Frau Madia Afzal, guten Tag von unserer Seite aus hier aus Schwerte,
in die USA. Ich darf Sie kurz vorstellen, Frau Afzal. Sie sind Fellow im Foreign Policy Program bei der Brookings Institution. Die Brookings Institution ist eine Denkfabrik mit Sitz in Washington DC, beschreibt sich selber als unabhängig, ich zitiere, unabhängige Organisation für Forschung, Bildung und Publikation mit Fokus auf öffentliche Politik. Und Frau Afzal, Sie haben den Schwerpunkt Ihrer Arbeit unter anderem auf der Politik der USA in Pakistan und Afghanistan. In Ihrem Doktortitel haben Sie erworben an der renommierten Yale-Universität im Fach Ökonomie. Ja, ich bin sehr gespannt, würde Ihnen gerne das Wort erteilen, bin sehr gespannt, was Sie zu sagen haben zu der Rolle von Pakistan in Afghanistan, vielleicht auch damals und auch vor allen Dingen heute. Wie wird sich der Einfluss von Pakistan in Afghanistan, wird er weiterhin, wird Pakistan Einfluss nehmen auf Afghanistan? Und wenn ja, wie wird er sich gestalten? Frau Afzal, Sie haben das Wort. Hi, everyone. Good morning from Washington. Thank you for indulging me in repeating the introduction while we figured out the interpretation below. So thanks for that at the beginning. I'm very pleased to be on this panel and to be speaking on the region. I'd also like to, as requested by the organizers, say a little bit about US policy towards Afghanistan, since that's what I work on, and that's certainly related to sort of how America is dealing with Pakistan as well. And I'll comment, so I'll start off a little bit by talking about Pakistan and Afghanistan, then US policy towards Afghanistan and the fundamental dilemma, because, you know, Pakistan, while it's an important player, is a limited player just because of its economic size. And so the US is still who the Taliban is looking to. And so I'll talk about that. I'll touch on China, very much agree with Ms. Bogue's comments on China, and I'll touch upon that from the sort of how the Pakistani perspective sees it. And then finally, I'll mention just how I think things are looking inside Afghanistan for the Taliban regime. So let me start with Pakistan. You know, of course, as has been mentioned, you know, Pakistan has been a major player related to Afghanistan in the 1980s with US and Saudi aid. Pakistan helped train and arm the Mujahideen that fought the Soviets in Afghanistan. Once the Soviets were defeated, the US left the region. Pakistan did support the Taliban as it rose to power in 1996. Pakistan was one of three countries at that point that recognized internationally, that recognized the Taliban regime. And so that's important. And one should note that Pakistan, you know, more than 100 days into the Taliban taking over power in August of this year, has not yet recognized the Taliban regime. And that is due, and I'll come back to this, due to the pressure, I think, that it faces from the international community, but perhaps mostly the United States. As I said, I'll come back to that. So 2001, you know, when the Taliban regime was toppled by the United States, when the US war on terror began, Pakistan actually signed on to help the US in Afghanistan. But at that point, the Taliban, you know, members of the Taliban started flowing into Pakistan. Pakistan did not deny them sanctuary and provided both sanctuary and support over the years, while at the same time helping the US in Afghanistan. So this is what is called sort of Pakistan's double game, if you will, both helping the US, but also giving sanctuary and space to the Taliban. And of course, that is one of the reasons
There are other reasons as well, but that is one of the reasons that the U.S. could not defeat the Taliban, and which is why we are where we are in 2021. The U.S., of course, then engaged in peace negotiations starting in late 2018 with the Taliban. Pakistan helped with that process. So with the initial years of the Trump administration, Pakistan had had sort of a, the relationship had hit a low point with the US, but the Zalmay Khalilzad enlisted Pakistan to help broker sort of peace talks with the Taliban, and Pakistan was part of that process. You know, it released Mullah Baradar, one of the leaders of the Taliban who had been under arrest in Pakistan. It released him and helped sort of reach the US-Taliban deal signed in Doha, which, you know, I've argued in much of my writing was a very problematic deal because it essentially gave the Taliban all it wanted for very little in return. And it led to the Taliban's military takeover. Of course, President Biden's withdrawal decision in April of 2021, basically when he even sort of pushed away the very few counterterrorism commitments that existed in the Doha agreement and essentially signed on for an unconditional withdrawal, that paved the way for the Taliban military takeover. I think there are of course questions as to, you know, sort of help that Pakistan may have given the Taliban in this sort of process. But what we do know, you know, of course, is clear that, you know, the Taliban had logistical sort of sanctuary in Pakistan over the many years since 2001. And, you know, even Pakistan's own interior minister has acknowledged that the Taliban's families lived in Pakistan. The Taliban crossed over for medical help and so on. And this is I'm talking about prior to the summer, we acknowledge that. So that is sort of background. Why would Pakistan support the Taliban? So Pakistan has long sort of its approach towards Afghanistan has been this theory of strategic Afsar, darf ich Sie kurz unterbrechen? Sure. Könnten Sie das bitte noch einmal, weil es vielleicht nachher, wenn Sie fertig sind, etwas verloren geht, könnten Sie das noch mal verdeutlichen, wie weit Pakistan den Taliban geholfen hat? Nicht nur dadurch, dass die Taliban-Kämpfer jetzt in Pakistan beherbergt hat, sondern davor. Was wurde in Doha genau gestrichen? Könnten Sie es nochmal verdeutlichen? Weil das kam mir ein bisschen zu so beiläufig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Entwicklung in Afghanistan in den letzten Monaten auch nochmal zu verstehen. Sure, I can talk about that certainly, but right now I also have a number of other things that I'm still talking about the Pakistani side of things. So, but I can come back to that certainly, the Doha piece. The Pakistan's theory about Afghanistan has long been one of strategic depth. Pakistan does not want to be encircled by what it sees as unfriendly governments. It has, obviously its traditional foe, India, on its eastern border. It wants a Pakistan-friendly government on its western border. Pakistan's, this is something I've covered a great deal in my book. Pakistan's two pillars that define it are a reliance on Islam and the enmity with India. Those two pillars have defined also its policy towards Afghanistan. It wants a government that is an ethnic sort of government that might embolden sort of Pashtun nationalism within its borders is considered as threatening. For it, a government that is religiously inclined on its western border is considered
less threatening because it doesn't embolden Pashtun nationalism within its own borders. So that's a pretty sort of specific point, but its theory has been one where, you know, so the last many years, for instance, the Ashraf Ghani government was considered a government that was friendlier towards India than it was towards Pakistan. You know, its relationship with that government was a very troubled one. There have been, you know, ups and downs, but especially towards the end, it was a very, very troubled relationship. The Taliban in that sense was seen as a government, as an organization that, you know, was that Pakistan had a more positive relationship with. Now, that relationship, it's important to point out, was still not seamless. You know, the Taliban resented and resents some Pakistani influence over it. It's now emboldened. It had been emboldened by the Doha process by signing a peace deal with the United States. It was emboldened on the world stage. It obviously started, sort of visits to world to major countries, including, you know, Russia, went to Iran, and as the previous panelists mentioned, to China. You know, that was something that gave the Taliban a stage on the world. You know, I think especially something that the Doha deal gave the Taliban. And that is one reason why Pakistan's influence, I think, over the Taliban has waned. There's still influence. Pakistan is still probably the most influential party over the Taliban. But I think that's one reason why the Pakistan's influence over the Taliban has waned. So it's not a simple outcome for Pakistan in the sense that the relationship is not seamless. It's also not a simple outcome for Pakistan because it emboldens terrorist groups within its own borders, especially the Tehrik-e-Taliban Pakistan, which is a group that is affiliated with, but not the same as the Afghan Taliban, that has attacked and killed tens of thousands of Pakistanis between the 2007 to 2015 timeframe. It has also started attacking Pakistani security forces again since last year after the Doha deal. You know, it's something that one can say essentially that these jihadist groups were emboldened by the Doha deal. So, you know, having the Taliban in power in Afghanistan poses a threat in terms of jihadist groups being emboldened within Pakistan. That also is not just groups like the TTP that attack Pakistan. That is also extremist groups, groups that have an extremist mindset who have been celebrating the Taliban victory. So I see the questions. I would like to go through, you know, my comments, and then I'm happy to come to the raised hands. In dem Fall, Frau Afzal, ist es meine gehobene Hand. Ich muss Sie nochmal unterbrechen. Es tut mir sehr leid. Ich muss Sie ein bisschen bitten, ein bisschen zu straffen und zum Ende Ihres Vortrags langsam zu kommen, weil wir noch Herrn Dr. Cevik hören möchten und dann auch in Diskussion gehen möchten. Und wir haben bis 3:30 haben wir Zeit. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber vielleicht könnten Sie so langsam den Bogen zum Ende finden. So spannend ist es auch, Ihnen zuzuhören. Thanks, you know, noted. I've mentioned the TTP and other groups. Now, the third point on which Pakistan's long-sought strategic depth may not be all that it wanted is that it complicates its relationship with the United States. And that's a relationship that matters greatly to Pakistan. As Pakistan was helping with the Doha peace deal, the relationship was in an upswing. And the way it helped with the Doha peace deal was really to facilitate, you know, to your point, and we can come back to that in the Q&A, really to facilitate Baradar coming out and the groups meeting. And Khalilzad repeatedly visited, I mean, one can count dozens of visits to Pakistan. And we can come back again to that in the Q&A.
Q&A, but it was more of a facilitation, something that was acknowledged by Trump, something that was acknowledged by Khalilzad. So the point that I'm making is that the U.S.-Pakistan relationship stands on a bit of not necessarily a precipice, but at a very tough point. And that is that the U.S. Is inclined now to rethink its relationship with Pakistan, to limit it even more than it has been over the years. It's not going to turn away completely from Pakistan because it needs Pakistan on two dimensions. One is over the horizon counterterrorism in Afghanistan, which basically means, you know, drone strikes, intelligence support, et cetera. And there is reporting of a deal being finalized on that. The second is it wants Pakistan to put pressure on the Taliban. An emboldened Taliban may be very difficult to put pressure on, as I've mentioned. So, but those are the two reasons why the US still needs to rely on Pakistan. But this big question of what has Pakistan's support for the Taliban meant? And in particular, you know, over the last year, what has this meant has come up in Congress. And so the mood is grim in Washington when it comes to Pakistan. So for all these reasons, it's a complicated relationship. Pakistan has not recognized the Taliban, as I said, because of US pressure. It's asked the world to engage with the Taliban regime. And that is because it says it wants to avoid a humanitarian collapse. And of course, that is the big question. And that's the fundamental dilemma with the US, because no matter what Pakistan does in Afghanistan, you know, China has shown that it is not willing to help economically with the degree that the Taliban needs. Essentially, the US is still the fulcrum. The US holds $10 billion in frozen assets that it does not want to release before the Taliban actually engage in some commitments on human rights, women's rights, and so on. And humanitarian flows to Afghanistan, which have begun with the World Bank starting certain creative schemes, the UN and so on starting creative schemes, are not going to be enough to avert the collapse. A collapse obviously means destabilizing obviously for Afghanistan and tragic for Afghanistan and also for the region. It means refugees coming into Pakistan, something that it's tried to stem, refugees going into Iran and so on. I can keep my comments regarding the internal situation in Afghanistan to the Q&A, but the fundamental issue there is that the Taliban has to deal with its own ranks, and it cares about cohesion in its ranks. So it is unlikely to give in to demands from the international community, from Pakistan, if it thinks that its own ranks are going to defect, let's say, to a group like ISIS-K, the Islamic State Khorasan. And so it is reluctant to make concessions that the international community wants on human rights, on women's education, and so on. And that is what is keeping the country at the brink of humanitarian collapse, because unless those concessions are made, the world is not going to unfreeze Afghan assets to unsanction the Taliban. I'll stop there. Could go on, of course. Look forward to the discussion. Vielen Dank, Frau Dafzal. Auch ich könnte Ihnen stundenlang weiter zuhören. Es ist sehr, sehr spannend. Nicht nur, was Sie zu sagen haben, sondern auch, wie Sie es vortragen. Und wenn man Ihnen so zuhört, dann beginnt man zu verstehen, dass die Machtübernahme der Taliban alles andere als überraschend kam, so wie es hier eigentlich oft wahrgenommen wird. Vielleicht können wir das in der Frage- und Antwortrunde nochmal auch vertiefen. Sie haben das Stichwort Flüchtlinge genannt, die nach Pakistan strömen könnten. Aber die Befürchtung auch in Europa ist, dass diese Flüchtlinge dann nach Deutschland oder nach Europa kommen könnten, und zwar über die Brücke Türkei. Und das ist für mich der Übergang zu unserem nächsten Podiumsgast, Panelgast, ist nämlich Dr. Salim Cevik, den ich kurz vorstellen möchte. Dr. Salim Cevik ist in der Türkei geboren und aufgewachsen und er lebt zurzeit in Berlin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Applied Turkey Studies
das dem SWP angeschlossen ist, der Stiftung für Wissenschaft und Politik, ein Think Tank, der beratende Funktion für die Bundesregierung hat, wahrscheinlich auch den meisten hier bekannt ist. Fokus der Arbeit von Dr. Cevik liegt auf den Themen Staat und Religion, islamische Bewegungen und politischer Islam und natürlich auch Türkei und Mittlerer Osten. Und in diesem Rahmen ist er zu Gast heute in unserem Panel. Und genauso wie Frau Dr. Afzal, Frau Böge, haben wir die Gelegenheit für Herrn Cevik gegeben, ein Statement als Einführung zu geben für unsere Diskussion später. Herr Cevik, Herr Dr. Cevik, Sie haben das Wort. Thank you, Mr. Rashid, for the introduction, and thank you for inviting me here. I think my being the last speaker is very appropriate because the significance of Turkey really pales compared to China, Pakistan, or United States. And as it's very common in Turkish foreign policy in the last years, the narrative, the rhetoric is too big, but it doesn't really match with the realities on the ground. There are certain aspects that makes Turkey unique in Afghanistan, because Turkey is a unique country in a sense that it's the only Muslim majority country in the NATO. So there is something unique about Turkey that I admit that. And Turkey did play important roles in the NATO mission in Afghanistan. It was a participant from the very beginning. But it's also important to note that Turkey was, on a very deliberate choice, was a non-combatant force. This was a very deliberate bargaining with the Americans back in 2001, and Turkish foreign ministry convinced the American counterparts that Turkey would play a more important role if it remained a non-combatant force. And it did indeed, and Turkey never fired a bullet in Afghanistan, and conversely, Taliban never targeted Turkey to this day. Turkish NGOs played very important humanitarian, cultural, education activities, and some still do that. And several reports point that Turks have managed or did it fared better than their Western counterparts in conducting relations with the Afghan society in general on more equal footings. Didn't pretend to be this, didn't have this colonial master luggage behind them. So these are all fair and good, and these are the assets of Turkey. We were, I think, all surprised when Erdogan said that Turkey would play a key role in securing the Kabul airport. That was back in July, if I'm not mistaken, in the summer. And this desire, and Turkey, that was a failed approach, but Turkey still wants to play a role in Afghanistan. Everybody leaves and Turkey wants to stay somehow. And that has nothing to do with Turkish-Afghan relations, but it has everything to do with Turkish-American relations. Since the start of Biden administration, the Turkish government's expectation is that there would be a crisis somewhere in the world, somewhere in the Muslim region, that Americans would be unable to handle, and Turkey would play a key role either as a security provider or as a mediator, and then it would show that Turkey is still an important country. Because as you all know, I will not go into the details, Turkish-American relations are at historical low, for a variety of reasons. And Turkey feels that it is kind of being ignored now by the new administration in Washington. And once this Afghanistan opportunity came out, it seems that it was Americans who made the suggestions, but they found Turkey too enthusiastic and surprisingly enthusiastic to play that security provider role. And that was the reason that we are still an important country because of all the Turkey's unique identity dimension of Turkey that I've mentioned in the beginning. That Erdogan still wanted to play on that card. And he has been trying to play on that card for several years now. I don't think it worked in any place, and I don't think it's working in Afghanistan either. So the idea, but it worked initially in the sense that Turkey found a more enthusiastic audience in Washington. The framing of Turkey in Biden administration language changed very rapidly from a so-called ally to an important ally. When Anthony Blinken mentioned Turkey for the first time, it was, in quotation mark, a so-called ally.
But in later remarks, he talked about Turkey as an important actor, important partner, because Erdogan sees that dimension very clearly. He sees that if he can provide a security to the West in a troubled region, then its importance and significance would increase in the eyes of Washington. So that was a temporal rise in Turkey's standing vis-a-vis West. But I think it became very clearly and very rapidly that Turkey couldn't play that role for a variety of reasons. I think Turkey has been disappointed on three grounds. First of all, Turkey wanted to attach its presence in Afghanistan a security dimension that it didn't exist before. And for that, it hoped that Qatar and Pakistan would convince the Taliban. That was Turkish expectation. Qatar and Pakistan are two allies of Taliban, but also two very strong allies of Erdogan. And Erdogan has personal relations both with the Qatari emir and also with Imran Khan. So building on that personal connections, again, a hallmark of Erdogan foreign policy, solving all issues by personal contacts with the presidents and with the emirs and etc. He hoped that through that channel, he would influence or these countries would convince Taliban to a negotiated settlement with Turkey. And with a negotiated settlement, Turkey would play a security role in Afghanistan, and that would improve Turkey's standing. It didn't happen. Taliban didn't accept it. Taliban accepted Turkish presence in the Kabul airport, but insisted that it would remain into a civilian and technical support. Pakistan didn't, at least this is the perception of Turkish authorities now. They believe that Pakistan didn't really use its leverage over Taliban. Surprise, I mean, there's nothing surprising about it. If Pakistan is currently holding a unique leverage over Taliban, why would it share it with Turkey? I mean, once Turkey is there with its own military capabilities, it would certainly diminish Pakistan's standing on the Afghan front. Also, it would diminish Qatar's influence, diplomatic leverage over Taliban as well. So, not surprisingly, neither country really played the role of a mediator between Turkey and Afghanistan, and that security dimension failed. The second dimension, diplomatically, Turkey found Taliban more rigid than expected. So Taliban 2.0, if we can call it, is not really that different from Taliban of the 1990s. The distinction, what the unique state of Taliban, and I don't know if Ms. Afzal would agree with me, she knows this probably better, but from my impression is that for the Americans, what matters is that Taliban will no longer be a sanctuary for global jihadists. What Taliban does within the Afghan society, on internal politics of Afghan society, I'm very sorry to say this, but is that doesn't matter at all from a global point of view. So Taliban's track record of democracy, human rights, female rights, and etc. Will remain exactly the same as it did in 1990s. The only distinction would be that it will not allow global jihadist movements operate from Afghanistan. That's the gist of American Taliban understanding. And Turkey will find that, and it's finding that, appearing too close to a Taliban government that is as strict as it used to be in 1990s is a burden that Turkey cannot play at this stage. And also they found Taliban much more rigid ethnically. If there were certain Uzbek communities would be, the expectation was that Taliban would go to a more power sharing government and would give role to ethnic minorities. So far that didn't turn out this way as well. So if Turkey could play the role of a protector of Turkic minorities in Afghanistan, it would have a dimension in Turkish domestic politics. So Erdogan would still insist on playing on the Afghan card. But so far, Taliban seems very exclusive in its power sharing vis-a-vis the minorities. So that in that front as well, another disappointment for Ankara. So combined with all these, Afghanistan's importance and Turkey's real leverage within Afghanistan is quite minimal at this stage. One final point that has been come up again and again, of course, is the refugee issue. So could Turkey play? Okay, Turkey couldn't
use Afghanistan as a leverage with its relations with Americans, but maybe it can play it against the EU by saying that, okay, as it does with Syrian refugees occasionally, I am holding the, sorry, could Turkey say that I'm the barrier between Afghan refugees and EU, and therefore respect me and use it as a leverage vis-a-vis EU. This, I think, has, and here I'm being a little bit speculative, but this has been considered by Ankara for a while, but then it appears extremely costly vis-a-vis the domestic politics. Turkey already hosts unofficially 6 million refugees. Official numbers around 4 million. This still, even with official numbers, it's too much. And there is so much domestic discontent, even within AK Parti base, is that this is something that cuts party lines and party cleavages in Turkey, that bringing more refugees inside Turkey is a cost that current government will, at the end of the day, will not accept. This is too risky. So we see there have been certain footages of thousands of Afghans entering Turkish border from Iran, but the real reports say that the numbers are not that high yet, and Turkey is also building a huge wall on its Iranian border. It's not completed yet, but at the end of the day, I would assume, and very, very strongly assume, that Turkey will not play the refugee card as well, because it's too risky domestically. If we leave out security, if we leave out mediation, and if we leave out the refugee card, what role does Turkey has to play in Afghanistan? Not much, I would say. But the rhetoric will keep going for a while to remind or to play vis-a-vis the West that Turkey, with its own unique identity, can play a role, would use this card, Turkey, in the rhetoric, but when it comes to reality, I don't think it will turn out. And that was my two cents. Thank you very much. Ausführung, die mich ein bisschen enttäuscht zurücklassen, weil eigentlich gerade wegen dieses besonderen Standings, das die Türkei hat als muslimische geprägte Nation und die besonderen Beziehungen, die ja nun auch wirklich sehr alt sind zwischen Afghanistan und der Türkei, hatte ich mir doch etwas mehr Hoffnungsfülle erwartet, was die Möglichkeiten der Türkei in Bezug auf Afghanistan anbetreffen. Sie haben ja auch in einem früheren Artikel, der bevor Kabul dann gefallen ist, da haben Sie ja noch geschrieben, dass die Türkei ihr diplomatisches Gewicht einbringen soll, damit es zu einem Ausgleich kommt, zu einem friedlichen Settlement, zu einer friedlichen Beilegung des Konfliktes zwischen den Taliban und der Regierung Ashraf Ghani. Jetzt existiert diese Regierung natürlich nicht mehr, aber die Frage, die ich Ihnen noch mal kurz stellen möchte, ist, wie weit sind denn solche Entwicklungen, inwieweit haben sich diese Dinge entwickelt? Gab es da wirklich konkrete Ansätze? Und inwieweit ist die Türkei heute noch bereit, einen innerafghanischen Ausgleich zu begleiten als muslimische Nation? Also eine Nation, die eben auch mit der Kultur der Afghanen durchaus vertraut ist. Gibt es da noch Ansätze oder ist das komplett ad acta gelegt worden? Das wäre nochmal eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Sure. There have been many attempts on the Turkish side, and I have been proposing that Turkey should do these attempts and Turkey should play a role in the intra-Afghan mediations. And my proposition was that Turkey should never set its soldiers in Afghanistan without first creating an intra-Afghan agreement and playing its role in that agreement. But that failed for two reasons. One is that, of course, Taliban withdrew too quick for such a settlement. And second, again, Turkey in that agreement, Turkey was relying a lot on its ability to use Pakistani leverage. But back in April, even before the Kabul issue raised up, there was attempts of
creating Istanbul talks between the Ghani government and Taliban, but these never materialized because Taliban didn't accept to sit on the table. And currently, Turkish authorities unofficially blame Pakistan for Taliban's intransigence in that period, for Taliban's not willing to negotiate. And that's Pakistan, friendly relations with Pakistan in to gain influence in Afghanistan, the strategy kind of backfired. That now it is kind of a thorn in on the Turkish-Pakistani relations. It started to undermine the Turkish-Pakistani relations because that created a big disappointment in Ankara, I have to say. And without that, Turkish role remains limited. Ist auch ernüchternd zu hören. Gut, aber wir müssen uns halt mit der Realität beschäftigen und wir können uns nicht dem Wunschdenken hingeben. Wir müssen einfach die Dinge nehmen, wie sie sind und versuchen, mit diesen Dingen, soweit es geht, auch klarzukommen und vielleicht eben zu schauen, ob es andere Mittel und Wege gibt, in Afghanistan die Gesamtsituation zu beruhigen. Ich sehe jetzt, dass drei Wortmeldungen da sind. Einmal von Herrn Yamau Aziri, von Herrn Dr. Ataullah Zulfiqar und von Frau Gisela Posch. Yamau Aziri, du hast das Wort. Du kannst deine Frage stellen, bitte kurz und knapp. Und denn wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Genau. Meine erste Frage geht an Frau Böge und es geht hauptsächlich um den Vorwurf, dass der China den ganzen diese Invasion, die aus Pakistan geführt worden ist, auch die Badri 313 Spezialeinheit, die dort vor Ort trainiert worden ist, ist von China finanziert worden. Dieser Vorwurf liegt im Raum, dass der absolute und Finanzierung dieser Bewegung, die da vor Ort ist, von China finanziert worden ist, weil Pakistan hätte das mit anderen Mitteln getan und mit anderen Techniken getan. Das ist eine Fragestellung, inwieweit die internationalen Mächte mit China darüber sprechen können oder kann man eigentlich China gar nicht sagen. Die andere Situation ist, dass die Rolle der Chinesen, wie das von den Afghanen wahrgenommen wird, dass sie halt eben mit Pakistan und Tadschikistan versuchen, mehr Druck auf Afghanistan aufzubauen, weil die Inder natürlich schon militärische Aktionen in Nordafghanistan nachgewiesen haben, dass chinesische Militär sich nicht offiziell in afghanischem Gebiet bewegt hat. Das ist von vielen Seiten bestätigt worden, dass es solche Aktivitäten gibt von der chinesischen Seite. Und die hauptsächliche Frage ist, wie geht China mit Pakistan als Nuklearweltmacht um? Die atomaren Waffen, die vorhanden sind, können sich ja auch gegen China morgen wenden. Weil im Grunde genommen, was wir hier auch mitbekommen haben, da würde ich natürlich rübergehen zu Frau Afzal, dass natürlich die Amerikaner mit heißen Kohlen gespielt haben, obwohl sie wussten, dass die Pakistaner den Krieg der Taliban fördern und unterstützen, dort auch Nuklearwaffen stationiert sind und nicht wenige. Meine dritte Frage ist zu Herrn Civic, dass im Grunde genommen Afghanistan aktuelle Situation auch bedauert, dass damals die Türken damals Kriegsverbrecher dort unterstützt haben, gefördert haben. Dazu gehört General Dostum, der sehr, sehr stark unterstützt worden ist. Auch von der afghanischen Zivilbevölkerung wurde das sehr scharf gesehen. Auch außerhalb von der Afghanistan wurde das schwierig gesehen. Und aktuell hat man das noch schwieriger als Afghane, wenn man hört, dass General Dostum und Adnan Nur auch aus Afghanistan, aus der Türkei ausgewiesen worden sind. Aber Sidi, könnten Sie bitte langsam zu Ende kommen? Es warten noch andere mit Fragen. Genau. Der Punkt ist im Grunde genommen, wo sehen Sie eine gemeinschaftliche Schnittmenge, diese Problematiken, die Schlüsselrolle, die die aus internationalen Mächte Pakistan geben, welchen Einfluss das Afghanistan hat, nämlich negative. Ob Sie das genauso sehen? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Vasile, für Ihre Frage, die zunächst an Frau Böge gerichtet ist, dann an Frau Afzal, wenn sie kommentieren möchte, und zuletzt an Herrn Dr. Cevik. Bitte schön, Frau Böge. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, dass China die Machtergreifung der Taliban finanziert habe, höre ich zum ersten Mal. Wenn es dafür Belege gibt, können Sie mir die gerne schriftlich schicken und ich kann dem gerne nachgehen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass China ein Interesse daran hätte. Also es ist nicht so, dass China sich eine Taliban-Regierung in Afghanistan gewünscht hätte. Zumindest so weit kann ich gehen. Aber vielleicht weiß Frau Dr. Afzal dann mehr drüber. Also von dieser Finanzierung habe ich noch nie etwas gehört. Was chinesische Militäroperationen in Afghanistan angeht, es gibt relativ gesicherte Informationen darüber, dass vereinzelte Grenz- oder dass paramilitärische Kräfte aus China im Grenzgebiet zu Afghanistan gesehen wurden, auch auf afghanischem Gebiet und auch auf tadschikischem Gebiet. Das sind aber sehr vereinzelte Operationen, die in erster Linie dazu dienen, die Infiltration einer Infiltration vorzubeugen und eventuell da einzelne identifizierte Kräfte aus dem Feld zu nehmen. Aber das sind keine Operationen, die in größerem Maße, ich sag mal, die Gesamtsituation in Afghanistan beeinflussen würden. Was pakistanische Atomwaffen gegen China angeht, kann man das, glaube ich, ausschließen, denn China ist ein Verbündeter Pakistans und Pakistan ist ein Verbündeter Chinas und ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der es im pakistanischen Interesse wäre, China mit Atomwaffen zu bedrohen. Frau Afzal, Sie waren auch angesprochen von Herrn Osiri. Möchten Sie kurz kommentieren? Between Pakistan and China. Sure. So, you know, I'm glad that question was asked. You know, the way I see Pakistan's concerns in Afghanistan, China's concerns in Afghanistan really have to do with the repercussions of the Taliban takeover on Pakistan and on Chinese interests in Pakistan. The China-Pakistan Economic Corridor is China's main interest in the region. It is the flagship of China's Belt and Road Project. It's China's main interest in the region, $62 billion worth of investments over a number of years. And it has been attacked by militants, including the TTP. So what China doesn't want is that the Taliban takeover emboldens the TTP to attack Chinese targets, Chinese investments, and Chinese workers. That's its main goal. I don't think we need to be worried about the China-Pakistan friendship fraying over this. If anything, in some ways, the Taliban takeover has pushed Pakistan sort of further away from the US and sort of rebalanced the power relationships in the region. And once it pushes it away from the US, it pushes it further towards China. So I don't think that the nuclear weapons thing, as Frederica just mentioned, is a concern. But China's main concern is destabilizing forces in terms of jihadists. And that also includes ETIM, which can use Afghan soil, of course, to attack China. That's its main goal, and that's its focus. And it will actually, until it sees a stable environment, it will not, in Afghanistan, it will not focus its investments there. It wants its investments to be in a stable environment. That's why it came to Pakistan post-2015, when Pakistan had sort of weathered the worst of its, victimization from terrorism. Dankeschön, Frau. Thank you. Afzal, das war eine konkrete Frage an Sie gerichtet. I'm not sure if I understood the question clearly, but let me say, respond as I understood it.
the Turkish relations with Rashid Dostum, I think, was the core of the question. Turkey's own impression or self-impression of Turkey's role in Afghanistan is that Turkey believes that it plays a equidistance with all groups in Afghanistan. Turkey believes that its strength comes in its ability to talk with various groups in Afghanistan and considers itself as a neutral external power. But my understanding is that that's not exactly the picture within the Afghan society. At least among certain sections of the Afghan society, Turkey is seen as more too much pro-Uzbek because of the ethnic ties between Turkey and Uzbek community there. The reality, I believe, is somewhere in between. Turkey is not as neutral as it appears, but it's not as pro-Uzbek as it has been sometimes accused of. It's the reality as often is somewhere in between. So, die nächste Frage ist dann von Dr. Sulfakar. Onkel Atto, du hast das Wort. Ja, grüß dich, Abdul. Guten Tag, Herr Sonder. Ich habe zwei verschiedene Sachen. Einmal finde ich, dass Afghanistan aufgrund seiner geostrategischen Lage immer das Hauptproblem gewesen ist, sowohl für Afghanistan als auch für die Region und international. Deswegen denke ich, ob das nicht eine utopische, nicht eine ideale praktisch dann Lösung wäre, wenn die Vereinten Nationen dann aktiv wird, im Falle von Afghanistan, wo auch jetzt die Diskussionen laufen, sowohl die Vertretung von Taliban als auch die Vertretung von der früheren Regierung, wo es nicht geklärt ist. Ich habe es gelesen, dass es Überlegungen gibt, dass man in den Vereinten Nationen eine gesamte Abstimmung machen soll zwischen 193 Nationen, welche Vertreter man aufnehmen kann. Afghanistan war eine von den ersten Mitgliedern von Vereinten Nationen. Und ob es nicht eine Resolution oder eine Intervention geben kann im Bereich der Weltsicherheitsrat mit Garantie praktisch die Anliegerstaaten regional und auch global, dass für Afghanistan wiederhergestellt werden soll, seine Neutralität, seine traditionelle Neutralität, was in Afghanistan im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatte. Und auch jetzt wäre das von Interesse in die Zukunft hinein, das ist eine Lösung für Afghanistan und für die Region. Man kann nicht NATO, was die Taliban jetzt sagen, die haben die Amerikaner praktisch dann gewonnen, den Krieg, die haben die Afghanistan befreit, es gibt eine Freiheit für Afghanistan, so geben sich national im Vergleich zu vor 25 Jahren. Damals war mehr die islamische, die Ulama und so weiter in Diskussion und jetzt ist mehr so nationalistische Züge. Eine Seite. Und die zweite Frage von mir, auch für die Handelsbeziehungen aufgrund der Geografie in Afghanistan, ob das nicht besser wäre, auch für die Region und auch für die Welt und auch für die Entwicklung der Region, für Handelsfragen, wenn ein Neutralitätsstatus in Afghanistan entstehen kann. Ja, danke schön, Dr. Sulfakar, danke, Onkel Atto. Wer möchte die Frage, dass diese beiden Fragen beantworten von den... Erste Frage war an... nach UN-Resolution für zur Garantie der Sicherheit Afghanistans. Sure. You know, this is something I you know started referring to. I think the U.S. the UN's role is limited. The UN has not been an assertive enough organization, and because Afghanistan's economy is currently near collapse,
the greatest power that is held with regard to policy towards Afghanistan is with the United States. I think everyone is looking to the United States to see what, because those frozen assets are in the US and in and frozen in the US, to the United States to decide where it wants to go. The US wants, you know, I think it's politically not palatable for the US to just release those and treat the Taliban, politically not palatable domestically for the US to release those assets and treat the Taliban as, you know, sort of the legitimate necessarily government of the of Afghanistan, and that and then for the UN to play a bigger role. In some ways, I think the UN's role comes second to the US's role. And until the US makes a decision on the fundamental dilemma it currently faces, I don't see the UN assuming a role bigger than it has already. The UN is siphoning resources. The UN is targeting, you know, for instance, healthcare workers and teachers who haven't been paid. There are pilot programs where the UN is directing money directly to those organizing to those public health and public, you know, sort of education workers. But beyond that, I don't see the UN assuming a large role filling a vacuum. I think sadly in the United States, a lot of this has become partisan finger pointing. Whether this was Biden's responsibility or whether this was Trump's responsibility. And a lot of what the congressional hearings, certainly there is a question, what went wrong? What went wrong with the withdrawal, which was, I think, regardless of whether or not people agreed with the decision to withdraw, people thought that the withdrawal was extremely badly executed. However, I've seen in my interactions like today, but also in previous interactions, people in Europe, I think, are far more critical of how things have happened. In America, there is also this, this idea that because that, you know, 20 years of an involvement could not prevent the Taliban from taking over the way it did. And there is a tendency to blame things on the Afghan government, on Ashraf Ghani for fleeing, on the Afghan security forces for surrendering. There is that kind of narrative as well that has come out in various at various points. And so there's a tendency to say, look, if we couldn't fix things in 20 years, we couldn't have fixed things if we had stayed a little bit longer. So there is a little bit of, you know, not that much criticism as there, I think, is in Europe. But beyond that, certainly there are questions in Congress. There have been a lot of hearings now. What has gone wrong in the last 20 years? What went wrong in the last year? And I think the way America's, and this is perhaps a testament to America's political structure these days, it is partisan finger pointing. Democrats pointing fingers at Republicans, Republicans pointing fingers at Democrats. Okay, danke, Frau Afzal. Das ist interessant. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Einmal Frau Frosch und dann hat der Dr. Afzal, Herr Dr. Civic sich nochmal gemeldet. Und dann sind wir auch fast dann langsam durch. Frau Frosch, bitte, Sie haben das Wort. Entschuldigung, ich heiße Frau Frosch. Ich bin aus der Stadt Minden. Danke für das Wort. Ich habe eine Frage. Maybe I will speak in English. This is Afzal to understand me. I have been thinking about the relationship to Iran, because Iran is also a neighboring country to Afghanistan, and they have been supporting, as far as I understand, they have an interest in protecting the Shia
Muslims in Afghanistan. They have many refugees also. I don't know very much, but I was wondering if the role of Iran is changing also in these times, these difficult times, where they have also what exactly is the or is there a change in their role towards Afghanistan or towards the United States? That we have only been speaking about Pakistan and Turkey, but not about Iran. And I was wondering what the reason is, and is there any movement in this relationship? Danke, Frau Bosch. Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten auch im Vorfeld noch überlegt, auch diesen aktuell mit reinzunehmen, haben uns aber auf die drei jetzt bisher behandelten beschränkt. Jetzt haben wir auch keine Expertin, keinen Experten zu Iran in der Runde. Ich weiß nicht, ob eine oder eine unserer Referentinnen das übernehmen möchte, da Kenntnisse hat. Sonst wird es etwas schwierig. Oder vielleicht jemand von den Zuschauenden. Sind ja auch sehr viele Experten und Experten dabei. Ja, wir schieben das ein bisschen. Ich würde es jetzt noch nicht unbeantwortet, aber würde ich die Frage von Herrn Cevik, von Dr. Cevik vorziehen? Okay. Well, first, a couple of words on Iran. I'm not an expert on this topic, but what the Iran experts say is that there has been a significant improvement between Iran and Taliban relations. While in 1990s, Iran was even collaborating with the Americans against Taliban due to this sectarian thing. Now it has a working relationship with Taliban, and Taliban also appeared much less sectarian, so it didn't target the Hazaras so far as it used to in the same scale as in the 1990s. So there has been a significant improvement, but saying anything beyond that would be beyond my expertise. Maybe someone else could say more. I see a question targeted to me in the chat. I also would like to respond to that. Why Turkey can play a role in Syria, Iraq, Azerbaijan, but not in Afghanistan? Yes, Turkey is not that big enough. Turkey is a regional power. It's not a global power. Afghanistan is way too far for Turkey to exert direct influence. There is no land connection, first of all, as it is we have in Syria and Iraq. But also there is, this is also related to the domestic dimension. Issues in Syria, Iraq, and Azerbaijan within Turkish domestic public is considered as real acute security threats to Turkey. So in Syria and Iraq, Turkey is active because it wants to avoid a Kurdish political presence there. It resonates with a huge chunk of Turkish public electorately. Also supporting Azerbaijan against Armenia has a huge domestic support as well. But getting involved in Afghanistan and risking Turkish soldier there doesn't have the same public resonance and doesn't have that domestic approval at the same level. So these are the two reasons why Turkey cannot play a role in Afghanistan without a prior mediation, whereas it can insert its way forcefully in Syria and Iraq to an extent. So these are my answers. And my question is to Ms. Afzal. She spoke about Taliban victory triggering TTP attacks within Pakistan. What is the nature of that impact? Because as far as I understand, there is no organizational link, it's just the same name. Am I wrong? Is it a psychological impetus that would trigger TTP to become bolder, or would you assume any other concrete reasons for that? Thank you. Sure, thanks for that question. So a couple of things. You know, one, if there's an ideological overlap, right? What essentially the Taliban wanted for Afghanistan, the TTP wants for Pakistan. The TTP thinks the Pakistani government is not Islamic and it wants to impose Sharia on Pakistan. Of course, the Pakistani state is quite strong and is able to ward off the TTP militarily. But that being said, ideologically, there's that link. There is also,
there's reporting, and the UN has intelligence reports that basically say that these groups have logistical links. You know, they will train together, for instance. Of course, when the Pakistani Taliban was, you know, when there was a military operation that took place by Pakistan against the Pakistani Taliban, you know, some fighters were killed, but many were pushed out of the tribal areas into Afghanistan. So they essentially fled into to Afghanistan. Some of them were in prisons in Afghanistan. Some of them were, you know, just in Afghanistan. They have over the last year, you know, started regrouping in Pakistan's tribal areas as, you know, they've seen an ideological emboldening as a result of the US Taliban deal. And then when the Taliban was taking over Afghanistan militarily, they were actually released from Afghan prisons in August of this year. So actually there was a direct kind of link. Now, the Afghan Taliban has said, look, we're not going to let the TTP attack Pakistan from our soil. But can they control the TTP? It's unclear. They can't control ISIS-K, for instance, right? Of course, the TTP has an ideological link and a close ideological link with the Afghan Taliban in a way that the Afghan Taliban and ISIS-K don't. But it's unclear whether the Afghan Taliban has the control over the country to be able to ward off TTP sanctuary and attacks against Pakistan. So I think there is that space that exists now for jihadists to attack the target that they want to attack. That's the concern. And of course, now Pakistan, and this is, you know, I know we're over time, but Pakistan has begun talks with the TTP, apparently facilitated with the Afghan by the Afghan Taliban, which is actually a very problematic point, I think, beyond the scope of this discussion. But I think directly related to the Taliban takeover, Pakistan has begun talks with the TTP to try to get them to lay down arms. But what it is promising the TTP, if it lays down arms, is that, you know, essentially they will be given amnesty. That's the reporting. And if that is the case, that is very problematic for the message it sends to terrorists in Pakistan and in the region. You know, essentially, you know, terrorize a country and then lay down arms and everything will be okay. That's very problematic. Ja, vielen Dank, Frau Tafsan. Noch als Ergänzung zu der Rolle Irans in Afghanistan ist mir eingefallen, es gab kurz nach der Machtergreifung der Taliban im Deutschlandfunk, für Sie, Frau Poschalz, und auch für die anderen Zuschauer als Hinweis, im Deutschlandfunk in der Sendung Eine Welt, die samstagsmittags läuft, gab es ein Interview mit dem Kollegen Reinhard Baumgarten, wo er explizit die Rolle Irans in Afghanistan in den letzten Jahren oder letzten Nennen zurückliegenden Vergangenheit dargestellt hat, in der letzten Zeit. Und auch bemerkenswerterweise gesagt hat, dass es mittlerweile auch unter den Taliban, die sich als eine rein sunnitische Organisation verstehen, mittlerweile auch Schiiten geben soll. Und das nur als Hinweis finden Sie im Archiv vom Deutschlandfunk im Stichwort Iran und Afghanistan, eine Welt. So, jetzt eigentlich sind wir am Ende angelangt, aber bei uns in Schwerte gilt auch das Prinzip der Autorität der Ältesten. Und deswegen haben wir entschieden, dass noch Herr Nachtwey doch noch eine Frage stellen darf. Bitte, Herr Nachtwey. Dankeschön. So wird mir wieder mein Alter bewusst. Frau Böge, noch Frage an Sie, und zwar zu der Frage, die wir heute auch öfter hatten, Schnittmengen von Interessen. Und IS ist ja also eine besonders extreme Form des entgrenzten Terrorismus in verschiedener Hinsicht. Und wird das auch von der chinesischen Führung so gesehen? Und gibt es möglicherweise gegenüber IS auch eine gewisse Art von Zusammenarbeit oder Austausch zwischen verschiedenen Diensten, die sonst auf gegnerischen Seiten stehen? Danke. Und schöne Grüße nach Peking. Ja, freut mich, Herr Nachtwey, dass ich Sie hier
in diesem Zusammenhang wiedersehe, denn wir haben uns bei der ersten Konferenz, habe ich Sie das erste Mal gesehen. Also was die Zusammenarbeit von chinesischen Diensten mit anderen Diensten angeht, überschätzen Sie, glaube ich, die Transparenz hier in China. Natürlich wissen wir über solche Dinge hier nichts. Was man natürlich sagen kann, ist, dass gerade in Afghanistan die Zusammenarbeit zwischen China und Amerika sehr viel weiter geht als in vielen anderen Ländern oder auch weitergegangen ist in vielen in vergangenen Jahren. Zum Beispiel gab es einmal, ich weiß nicht in welchem Jahr, es gab eine Bombardierung durch amerikanische Kräfte in Badakhshan, von der später von amerikanischer Seite gesagt wurde, es handle sich um uigurische Kämpfer, die attackiert worden seien. Also es gibt dort sicherlich ein Geben und Nehmen, könnte ich mir vorstellen. Für die chinesische Seite spielt, glaube ich, nicht so sehr eine Rolle die Radikalität der Ideologie, sondern in erster Linie geht es darum, ob China ein Ziel dieser Gruppe ist oder nicht, würde ich denken. Also Frau Dr. Afzal weiß da wahrscheinlich mehr, aber es gibt hier sehr, sehr wenig Diskurs über den Islamischen Staat in China. Tatsächlich wird in China eigentlich nur über East Turkestan Islamic Movement gesprochen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganz große Befürchtung immer die ist, dass es eben einen grenzüberschreitenden Terrorismus gibt, der letztendlich auch die chinesische Region Xinjiang betrifft. Insofern, da ist jetzt, soweit ich weiß, auch noch kein Anschlag des Islamischen Staates auf chinesische Interessen gab. Es gibt aber Propagandavideos in diese Richtung. Ist es, glaube ich, weniger im Fokus als eben ETIM und die pakistanischen Taliban, weil sie eben bereits mehrere Anschläge auf chinesische Ziele ausgeführt haben. Vielen Dank, Frau Böge, auch für diese Ausführungen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ich bedanke mich bei den Referentinnen und Referenten vor allen Dingen in erster Linie für die Ausführungen, für die Informationen, bei Ihnen, liebe Zuschauende, für die Teilnahme, auch für die Fragen. Und ja, in Peking geht jetzt der Tag zu Ende. In Washington hat er gerade angefangen. Und in Berlin ist es Kaffeezeit. Bei uns ist es gleich auch. Wir werden uns mit etwas Kaffee und Kuchen stärken. Frau Böge, Ihnen eine gute Nacht, einen erholsamen Sonntag. Frau Dr. Afzal, Ihnen einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Und Herr Dr. Cevik, Ihnen auch einen weiteren schönen Samstag und auch einen schönen Sonntag. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich gebe jetzt über an meinen wunderbaren Co-Moderator Bilal Mujizendi, der Sie auch nochmal verabschieden wird. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Radhasijan. Ja, auch von mir nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Podiumsgäste, Frau Böge, Frau Afzal und Herr Cevik. Danke für Ihre Ausführungen. Ich bleibe etwas ernüchtert zurück nach diesen Ausführungen. Gewinne den Eindruck, dass alle auf Amerika blicken, wie Amerika in den nächsten Wochen und Monaten mit Afghanistan umgehen wird. Ich würde mir wünschen, man würde in der Türkei sich mehr von den Amerikanern emanzipieren. Das wäre sicherlich im Interesse Afghanistans, eine wirklich eigenständige Afghanistan-Politik zu definieren. Vielleicht kommt das irgendwann einmal. Ich würde es mir sehr wünschen für Afghanistan. Und wir sollten nicht immer darauf schauen, was Amerika macht, sondern was wir selbst tun können für den Frieden in Afghanistan. Vielleicht ist das eigentlich die Botschaft, die von den für mich ernüchternden Feststellungen aus China, aus den USA und in Vertretung aus der Türkei in Berlin heute bei mir angekommen sind. Also ein Aufruf zu mehr Emanzipation und selbstständiger Afghanistan-Politik. Vielen lieben Dank.